Ja, hallo zusammen, ich hoffe, euch geht es gut. Heute ein neues Video zum Thema Akkorde. Und nachdem wir das letzte Mal Dur-Akkorde behandelt haben, geht es heute um Moll-Akkorde. Der Unterschied ist erstmal, dass ein Dur-Akkord fröhlich klingt und ein Moll-Akkord eher traurig. Kann man so einfach sagen. Okay, jetzt, das letzte Mal habe ich euch das auch so erklärt, dass ich gesagt habe, wir haben drei Variablen x, y, z, x für den ersten Ton des Akkords, y für den zweiten Ton des Akkords und z für den dritten Ton. Wir haben also bei jedem Akkord drei Töne. Und bei Dur hatten wir das letzte Mal, da war das bei C, E und G, der fröhlich klingende C-Dur-Akkord. Von C nach E waren es vier, von E nach G waren es drei Schritte. Diese Formel. Und heute ist es eben andersrum. Wir haben erst drei und dann vier Schritte. Wenn man schlau ist, merkt man schon, 3 plus 4 sind 7 und 4 plus 3 sind auch 7. Also von X zu dem letzten Ton sind es 7 Abstände und das ist bei Dur und Moll identisch. Das heißt, der erste Ton von einem Dur-Akkord ist identisch mit dem ersten Ton von einem Moll-Akkord. Also C-Dur, C-Moll ist logischerweise der gleiche Ton, nämlich der erste Ton ist C. Und der letzte Ton, das G, ist auch bei beiden Akkorden identisch. Also haben wir schon zwei Töne, wir brauchen nur noch den dritten Ton. Fangen wir an mit C. Drei Schritte weiter. Hier ist C. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Dritter Schritt. Wir haben hier also das Dis, schreiben auf, C, Dis. Und jetzt brauchen wir den dritten Ton. Und wenn ihr eben zugehört habt, dann wisst ihr schon, es ist das G, genau wie bei C-Dur. Aber zur Sicherheit, Dis war also der zweite Ton. Und vom zweiten Ton zähle ich jetzt vier Schritte weiter. 1, 2, 3, 4 und lande beim G. Also schreibe ich hierhin G. Und schon habe ich meinen ersten Akkord C Moll. Okay? Man kann auch ein großes C und ein kleines M als Akkordsymbol dorthin schreiben. Weiter geht's. D. D ist also der erste Ton. Ich zähle drei Schritte weiter. 1, 2, 3 und lande bei F. Und dann zähle ich von F 1, 2, 3, 4 weiter und lande bei A. Es ist immer wichtig, dass ihr diese Akkorde auch spielt und zuhört. Den Akkord einfach mal auf euch wirken lasst. Jetzt sind wir bei E. Wir zählen weiter. 1, 2, 3. Und dann 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben also E. G. Und H. E, G und H. Dann kommen wir zu F. Wir zählen 1, 2, 3, sind beim Gis. Zählen 4, 1, 2, 3, 4 und beim C. E, Entschuldigung, F, Gis und C. Nochmal. Okay, weiter geht's. G. Nehmen wir mal das G. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Haben wir also G, A ist und jetzt 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und D.
und wir schreiben dorthin G-Moll. Weiter geht's mit A. Drei Schritte. 1, 2, 3. Zuerst, dann sind wir beim C. 1, 2, 3, 4 weiter, dann sind wir beim E. Und der wunderschöne Akkord A-Moll mit den Tönen A, C, E erklingt. A-Moll. Okay? H. Drei Schritte. 1, 2, 3 sind wir bei D. 1, 2, 3, 4 sind wir bei Fis. Und schon haben wir H-Moll. H, D, Fis. H, D, Fis. H, Moll. Und jetzt kommen wir zu den Akkorden, die mit einem schwarzen Ton anfangen. Also erstmal zum Cis. Wir zählen 1, 2, 3, dann sind wir beim E. Und dann 1, 2, 3, 4, dann sind wir beim Gis. Und wir haben Cis, E und Gis. Cis, E und Gis. Und haben Cis, Moll. Okay, weiter geht's mit dem ersten Ton Dis. 1, 2, 3 Schritte weiter sind wir beim Fis. 1, 2, 3, 4 Schritte weiter beim Eis. Haben wir Dis, Fis und Eis. Und haben den Akkord Dis, Moll. Drei Stück fehlen uns noch. Wir fangen jetzt bei Fis an. 1, 2, 3 A. 1, 2, 3, 4 Cis. Fis, A, Cis. Und wir haben Fis, Moll. Oh, hier habe ich ein kleines D geschrieben. Verbessere ich mal zu einem großen D. Und weiter geht's mit dem vorletzten Gis. Wir zählen drei weiter. 1, 2, 3 sind wir bei H. 1, 2, 3, 4 bei Dis. Also Gis, H, Dis. Und wir haben den schönen Akkord Gis Moll. Und jetzt der letzte Akkord, dann sind wir fertig. A ist 1, 2, 3, haben wir Cis. 1, 2, 3, 4 und F. A ist Moll. A ist Cis F. A ist Moll. Und schon habt ihr alle 12 Moll-Akkorde. Wichtig jetzt, diese Akkorde spielen. Und zwar alle 12 immer wieder mal zusammendrücken. Zum Beispiel bei C-Moll, C, Dis, G. Oder auch einzeln. Und dann zum nächsten Akkord. So könnt ihr euch die Akkorde super gut einprägen. Viel Spaß!